Bilanz 2019, liebe Zuschauer, heute unter dem Stichpunkt oder unter dem Motto Männer Spezial. Jawohl, wir wollen auch nicht zu kurz kommen und deshalb haben wir wirklich hier, was heißt, ich schmücke mich mit fremden Blumen. Ralf hat hier für Sie wirklich Genialitäten, also wirklich richtig tolle Produkte rausgesucht. Und alles zu sensationellen Preisen, das muss man auch immer dazu sagen. Ne? Wir reden hier immer Geschenke, Geschenke, Geschenke. Aber man macht natürlich wirklich nur ein Schnäppchen, wenn wir auch den passenden Preis dazu haben, liebe Zuschauer. Ralf stellt uns gleich vor, ein 13-teiliges Uhrmacher-Set. Hier, sensationeller Preis. Wir haben Profi-Lockpicking-Set. Wir haben hier ein Schraubendreher-Set. Also alles, was wirklich Männer begeistert. Und wir steigen jetzt schon voll ein. Und ich freue mich drauf, Ralf, was du ausgesucht hast und auf deine Ausführungen. Ja, und alles, was wir hier zeigen, sind natürlich Geschenkideen. Aber man darf sich natürlich auch selber beschenken. Und bei den Preisen, ich glaube, bei den allermeisten Dingen darf man die auch zweimal bestellen. So sind das hier. Du hast es schon vorweggenommen mit einem 13-teiligen Uhrmacher-Werkzeugset. Fangen wir an. Und jetzt werden Sie sagen, und zu Recht, ich bin kein Uhrmacher, zumindest die allermeisten. Liebe Uhrmacher, liebe Grüße an euch. Aber alle anderen werden sagen, ich bin kein Uhrmacher. Da haben Sie recht, ich auch nicht. Aber mit diesem Set werden Sie zum kleinen Uhrmacher, weil man die kleinen Reparaturen, die man an Uhren hat, eben selber ausführen kann. Und zwar fast professionell, mit einfachsten Mitteln. Also wir sehen, wir schauen es uns mal an, wir sehen hier einen Gehäusehalter. Das werde ich Ihnen nachher gleich zeigen. Einen Stiftausdrücker, das heißt für Verlängerungen von zum Beispiel Armbändern. Wir haben hier einen Federsteg. Werkzeug, das heißt für zum Beispiel Leder- oder Silikonarmbänder, die ich lösen kann, dann eine antistatische Pinzette, dann haben wir hier ein Messer, wir haben Feinmechanikerwerkzeug und wir haben ein Gehäuseaufdreher. So, jetzt werden wir sagen können, was macht man damit? Ganz einfach, ich zeige es Ihnen jetzt mal. Zum Beispiel, also Armbänder wechseln, das werde ich Ihnen jetzt aber nicht zeigen, sondern ich zeige Ihnen jetzt mal, wie man Batterien wechseln könnte. Das ist ein Gehäusehalter und ich ziehe jetzt mal meine Uhr hier aus und die machen wir jetzt mal ins Gehäuse. Schauen uns erstmal hinten an. Also Sie wissen ja, den Deckel müsste ich öffnen. Und wie ist der? Ist er geklemmt? Dann nehme ich das Messer. Ist er geschraubt? Und das sehen wir an den Vertiefungen. Dann nehme ich meine Halterung. So, hier einmal festmachen. Einfach aufdrehen wieder, dass er reinpasst. So, und das ist auch wirklich mit ein bisschen Geduld und Spucke wirklich einfach. So, und jetzt hält mein Gehäusedeckel. Und jetzt kann ich... Also ich gehe jetzt mal vom Geklemmten erstmal aus. Wenn es geklemmt ist, nehme ich das Messer und öffne den Deckel. Aber hier habe ich das Geschraubte, deshalb das Messer nur bei aufgesetzten Deckeln. Und deshalb nehmen wir das hier. Und Sie sehen hier diese drei Halterungen. Und diese drei Halterungen, die schraube ich jetzt auf die richtige Entfernung für meinen Deckel und kann hier jetzt den Gehäusedeckel ganz spielend einfach aufmachen, Batterie wechseln. Das ist zum Beispiel, also das, was man am meisten selber machen würde. Genau. Ja, und viel Geld sparen, weil Batteriewechsel zwischen 10 und 20 Euro, je nachdem, zahlst du da schon mal. Und das ist schon mal eine Riesenersparnis. Federstegbesteck. Haben Sie schon mal versucht, ein Lederarmband von einer hochwertigen Uhr abzumachen? Da sind ja diese kleinen Federstege drin. Und das kriegt man vielleicht mit viel Fingerspitzengefühl mal weg und dann fliegt die Feder weg oder sie ist verbogen. Wenn du es mit dem Schraubenzieher machst, heißt, dann ist es kaputt. Hier haben wir das Federstichbesteck, Stiftausdrücker für Gliederarmbänder. Also wirklich alles dabei, dass man hobbymäßig mal kleine Reparaturen selber durchführen kann. Und ich finde es toll, dass es sowas gibt zum, und du hast es vorhin gesagt, sensationellen Preis. Jawohl. Ja, und ich lege gleich los, liebe Zuschauer, halten Sie sich jetzt 13 Teile. Da ist Werkzeug drin, wirklich hochqualitatives Werkzeug, hochpräzises Werkzeug. Sie können das alles selber machen, 13 Teile für, und das passt natürlich wunderbar, 13,25 Euro, Ihr TV-Sonderpreis jetzt hier in unserer Geschenketrends-Sendung 2019 mit dem Motto Männer-Spezial. Also alles, was uns Männer glücklich macht. Wir haben natürlich noch ein paar andere Dinge dabei. Für Sie ist nur ganz wichtig, jetzt gleich hier in die Leitung gehen, denn Uhren tragen wir doch alle gerne. Mal eine Batterie auswechseln, machen wir auch alle. Und das alles können Sie jetzt machen in Zukunft, 13,25 Euro. Einmal diese Investition. Ihr TV-Sonderpreis. Nutzen Sie unbedingt diesen Preisvorteil. Ich finde es ganz spannend, weil gerade für so einen Batteriewechsel oder auch einfach mal ein Armband kürzen, kann man eben viel Geld ausgeben. Ihre Bestellnummer ist die NX6892 und die 569. Und Ihr TV-Sonderpreis 13,25 Euro. Sie erreichen uns jetzt schon, jetzt in dieser Sekunde, unter 0180 51 51. Dreimal der 2. Ja, und wenn man weiß, so eine Knopfzelle, das ist ja wirklich ein Sendartikel mittlerweile. Du kriegst ja fast nachgeschmissen. Und natürlich, wenn ich es irgendwo hinbringe, die Arbeit der Menschen muss bezahlt werden. Deshalb ist ja klar, dass das 9,90 Euro oder bei mir sogar, ich habe mal 19,90 Euro, das war der höchste Betrag, den ich bezahlt habe für einen Uhrenbatteriewechsel. Aber das kann man doch selber machen. Und wenn man das so hobbymäßig mal macht und
glauben Sie mir, ich war richtig stolz, als ich das zum ersten Mal selber gemacht habe. Und das ging bei mir nur dank dieses umfangreichen Uhrmacherwerkzeugs, so kann man es wirklich nennen. 13-teiliges Set hier, toll im Aufbewahrungsmäppchen. Und in Zukunft können Sie das alles selber machen. Sie sparen viel Geld. Schon jetzt hier in der Sendung 13,25 Euro Ihr TV-Sonderpreis. Ein unfassbarer Preisvorteil. Ich kann es wirklich nur jedem Haushalt empfehlen, dass es sowas zu Hause hat. Das spart ganz viel Zeit, ganz viel Ärger. Die Bestellnummer ist die NX6892 und die 569. Und man muss natürlich eins sagen, und das hat Ralf auch schon wunderbar rübergebracht, es macht halt auch Spaß, sowas selber zu machen. Ja, natürlich. Man ist stolz. Es erfüllt einen mit Stolz. Weil es alles nur machen lassen ist zwar bequem, aber irgendwann mal auch wieder mal das selber machen und das auch hinbekommen, ja, weil man das richtige Werkzeug hat. Das erfüllt einen, also mich zumindest, aber Sie sicher auch, mit Stolz. Jawohl. Und ich habe es angekündigt. Jetzt kommt ein großes Highlight. Liebe Männer, halten Sie sich fest. Es gibt ein Lockpicking-Set. Und da müssen wir jetzt gleich hier zu Ralf rübergeben, weil das ist total interessant. Aber Lockpicking-Set, das wissen Sie auch, liebe Zuschauer, wenn Sie sich schon mal so ein bisschen dafür interessiert haben, ne? Die sind normalerweise auch deutlich teurer. Wir haben hier für Sie einen TV-Sonderpreis. 18,95 Euro für ein echtes Lockpicking-Set, ein umfangreiches Set. Und jetzt hören wir Ralf zu, weil das ist total spannend. Lockpicking ist eigentlich ein Geduldsspiel. Man kann es mit einem Schließdienst hier vergleichen, also wer nicht weiß, was das ist. Es ist ganz einfach Schlösser aufmachen ohne Schlüssel. Und dazu haben wir dieses Set. Und Sie sehen hier gleich mal verschiedene Dietriche. Wir haben nämlich insgesamt 20 dieser Dietriche, alle mit Titan hier, also in besten Materialien. Wir haben, das sind in dieser Tüte, das sind Extraktoren. Damit kannst du zum Beispiel mal abgebrochene Schlüssel aus Schlössern rausholen, 6 Stück. Und wir haben hier natürlich diese Spanner, die brauche ich, um die Drehrichtung reinzubekommen, ebenfalls 4. Und du siehst, das ist so ein Profi-Set, wie es eigentlich ein Schlüsselprofi mit sich führt. Aber jetzt ist Lockpicking hier jetzt keine Arbeit, sondern Hobby. Früher hat man also 2 Metallstangen auseinandergezwirbelt mit einer gewissen Technik als Geduldsspiel. Heute macht man Lockpicking-Set. Es gibt übrigens schon seit mehr als 20 Jahren deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften und sogar Weltmeisterschaften im Lockpicking. Und über 200 Vereine sind mittlerweile in Deutschland organisiert. Also es ist mittlerweile ein immer mehr kommendes Hobby. Hier haben wir ein Übungsschloss dabei. Das ist transparent, so wie man es normalerweise nicht hat. Aber da kann man mal die Funktionsweise sich anschauen. Natürlich erst einmal mit dem Schlüssel. Der ist dabei. Und dann schaut man mal, und das können wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen, was passiert eigentlich, wenn ich ein Schloss aufmache? Wie viele Räder werden da bewegt? Und das gucke ich mir einmal an oder mehrfach. Und schauen Sie hier, Sie sehen das dann bei sich zu Hause. Und dann legen wir einfach mal den Schlüssel weg. Ja? Dann nehmen wir das Schloss wieder zu. Und jetzt versuche ich es mal natürlich über Kopf. Ich versuche erstmal einen passenden Spanner zu finden, der hier reinpasst. Ich also Spanner ist die Drehrichtung. Ja? Und jetzt schauen wir, passt der rein? So. Ja, der dürfte sogar ein bisschen größer sein. Kleinen Moment, nehmen wir den hier. Nee, der ist zu groß. Also doch, der erste. So, und jetzt gehst du aber, also die Drehrichtung haben wir, und jetzt gehst du aber mit einem Dietrich. Und ich versuche jetzt irgendeinen. Das ist ja eigentlich jetzt ganz egal. Ich möchte Ihnen nur das Prinzip erklären, weil ich zeige es ja jetzt sowieso von mir weg. Und jetzt versuche ich mit dem Dietrich natürlich dieses Schloss zu öffnen, indem ich mit dem Dietrich hier reingehe und jetzt versuche hier zu öffnen. Und das ist ein unglaubliches Geduldsspiel, und zwar mittlerweile für die ganze Familie. Wer jetzt sagt, das ist Schlossknacken, ja, nein, das ist nicht einfach Schlossknacken. Wer es mal probiert hat, merkt, wie fesselnd das ist. Und ich habe das auch mal bei mir in der Familie gemacht mit so einem Lockpicking-Set, und wer als erstes den Schloss aufgehabt hat, war meine 8-jährige Enkelin. Ja, siehst du mal. Ne? Also ich war fix und fertig, wie die das gemacht hat, aber das hat dann so viel Spaß gemacht. Natürlich auch der Nutzen, jetzt mal in Zukunft, wenn Sie mal einen Schlüssel daheim vergessen haben, brauchen Sie keinen Schlüsseldienst zu holen, sondern Sie nehmen Ihr Lockpicking-Set. Aber diese Faszination des Hobbys, die ist wirklich unglaublich. Versuchen Sie es einfach mal. Bei dem Preis ist das auch überhaupt keine Kunst. Und wenn Sie sich da erstmal festgebissen haben, dann bleibt es auch ein großer Spaß, liebe Zuschauer. Sind Sie dabei, machen Sie einfach mit. Das ist wirklich genial. Kann Ihr neues Hobby werden. Unser TV-Sonderpreis für Sie, 18,95 Euro hier für die komplette Ausstattung. Sie haben gesehen, was da alles mit drin ist. Hier sehen wir es nochmal. Das Schloss ist schon dabei. Allein dieses transparente Schloss finde ich schon ein absolutes Highlight. Ist mit im Lieferumfang drin. Der Schlüssel natürlich auch. Diese ganzen Spanner und Dietriche. Ich finde, das Thema ist auch schon hochinteressant. Und jetzt für Sie zu Hause einfach auch mal, um auszuprobieren, um das Ganze einfach auch mal zu testen. Und wie Ralf gesagt
gesagt hat, wenn Ihnen dann tatsächlich mal hier ein Schloss in die Tür fällt oder die Tür ins Schloss fällt, vielleicht haben Sie dann tatsächlich auch schon alles erlernt, um die selber wieder aufzumachen können, also dann auch wieder Geld sparen. So wie jetzt hier in dieser Sendung, 18,95 Euro Ihr TV-Sonderpreis für dieses tolle, tolle, tolle Hobby, für diese tolle, tolle Idee. Und die Bestellnummer ist die NX5823 und die 569. Und Sie sehen nochmal unten eingeblendet, liebe Zuschauer, Sie sparen wieder ganz immens. Und das ist ja auch das Wichtige in diesen Geschenketrend-Sendungen, dass wir Ihnen nicht nur tolle Produkte anbieten, sondern dass Sie einfach auch sparen können. Dass Sie sich wirklich auch jetzt hier die schönsten Dinge noch raussuchen, die spannendsten Dinge, und dass Sie das Ganze in Ruhe zu Hause vom Sofasessel aus machen. 18,95 Euro hier fürs Lockpicking-Set. Absolut geniale Idee. Hier sehen wir jetzt über gerade, Ralf, wie das an der echten Tür gemacht wird. Ja, man sieht das ja immer in so Agentenfilmen, wo die so ein Mäppchen aus der Brusttasche holen oder aus dem Sack holen, tück, aufmachen. Das geht natürlich. Übung macht den Meister, das gilt auch hier. Aber wenn man mal das transparente Schloss im Griff hat, dann nimmt man einfach ein Vorhängeschloss, kauft das im Baumarkt und probiert das, macht vielleicht sogar ein Familienspiel daraus. Und jetzt, wenn es so verregnet ist und früh dunkel wird, dann ist das mal eine schöne Familienbeschäftigung. Und ich glaube, da wird im einen oder anderen der Ehrgeiz natürlich geweckt. Der Ehrgeiz zum etwas reparieren, der ist auch bei vielen geweckt. Also man möchte, aber oftmals fehlt natürlich das richtige Werkzeug. Und das haben wir jetzt ohne Zweifel hier, Andreas. Absolut, und das ist der Hammer. Schauen Sie sich das bitte an, liebe Zuschauer. Ralf wird uns genau alles im Detail vorstellen, aber wir haben hier, halten Sie sich fest, 101 Teile, ein Schraubendreher und Bitset für 23,70 Euro, 101 Teile, unfassbar viele Schraubendreher zu dem TV-Sonderpreis, unbedingt dabei sein, gleich in die Leitung gehen. Ja, und früher, das weißt du vielleicht auch noch, also als ich ein junger Mann war, da hat ein Kreuzschlitz und ein Schlitzschraubenzieher gereicht, damit konntest du 90% aller Schrauben bedrehen. Das ist heutzutage nicht mehr, wir haben innen Vierkant, wir haben innen Sechskant, wir haben Torx, wir haben Broxy Drive, wir haben, was weiß ich, Drehpunkt und so weiter. Aber hier haben wir erstmal Schraubendreher für alle gängigen Modelle, die ich haben kann, also innen Vierkant, Torx und Schlitz und Kreuzschlitz. Und jetzt gibt es oftmals so ein Problem, das kennen Sie auch aus der Schublade. Ich greife einen Schraubenzieher, schaue auf die Spitze und denke, oh Mist, wieder der falsche. Und wenn du 5 Schraubenzieher hast und suchst einen, da ist immer erst der 5., den du in die Hand nimmst. Ja, das hier, kennen wir. Und das, deshalb zeige ich Ihnen das jetzt einmal von oben. Ist alles wunderbar beschriftet. Schauen Sie sich das mal an. Man sieht sofort, was das ist. Innen Vierkant, Torx, hier Kreuzschlitze, Schlitz. Das hier ist übrigens ein Bithalter. Da kommen wir gleich noch dazu. Aber jetzt sehen Sie das ganz deutlich. Die Größe steht übrigens auch noch mit dabei. Aber schon allein das Symbol sagt mir schon, das ist ein mittelgroßer Schlitzschraubenzieher. Das ist ein relativ kleiner Kreuzschlitz. Und so, auch als Laie, greift man einmal zu und hat sofort den neuen, den richtigen Schraubendreher. Hier insgesamt 30 Stück. Und ich nehme noch einmal einen raus, dass wir sehen, auch die Gummierung ist hervorragend, weil wir sehen hier diese ganz leichten Noppen. Das sorgt dafür, dass du auch nicht abrutscht. Selbst mit nassen Händen kannst du hier problemlos schrauben, also wie die Profis. Dann sehen wir oben beim Schraubendreher-Set natürlich auch noch die Feinmechaniker-Schraubenzieher, die kleineren für Brillen, Batteriefächer und ähnliches. Hier sehen wir was ganz Besonderes, Winkelschrauber. Und zwar einmal Kreuzschlitz und einmal Schlitz. Damit kann man wirklich um die Ecke schrauben. Und sowas wird zum Beispiel nötig, wenn du wenig Platz hast. In der Schublade zum Beispiel die Halterung festmachen. Ja. Mit einem normalen Schraubenzieher musst du die komplette Schublade leer machen. Hier machst du so ein Stückchen frei, Winkelschrauber dran, zudrehen. Und jetzt kommen wir auf eins weiter unten, beziehungsweise hier. Oh, Entschuldigung, die hätte ich jetzt fast unterschlagen. Das sind 6 Sechskantnüsse, die ich hier auch habe, also für Sechskantschrauben ohne Probleme. Und dann kommen wir jetzt zu den Bits. Und da ist wirklich alles dabei, insgesamt 60 Stück. Und jetzt hatte ich Ihnen vorhin den Bithalter hier versprochen. Und da sehen wir es, der Bithalter hier mit natürlich der Ratschenfunktion, also perfekt hier. Und da kann ich jetzt jedes einzelne Bit, Proxy Drive, Torx, Innen Vierkant, Innen Sechskant, Kreuzschlitz, Schlitzschraubenzieher, alles ist hier in einem Set. Und sowas hier, wirklich 101 Teile für diesen Preis, habe ich vorher noch nie gesehen. Das ist der absolute Wahnsinn, auch in der Qualität, AGT-Qualität, liebe Zuschauer. Das sind die Schraubendreher, die beschriftet sind. Das sind die Schraubendreher mit diesem gummierten Griff, die wunderbar eben dann auch in der Handhabung und in der Benutzung sind. Hier jetzt unbedingt auch wieder dabei sein. Die gehören wirklich auf Ihren Wunschzettel. NX3280 und die 569, hier die Bestellnummer. Und für 101 Teile, das ist genauso, wie es Ralf gesagt hat, 23,70 Euro. Das habe ich so auch noch nie gesehen. Nicht
nicht mal im günstigsten Discounter. Also jetzt unbedingt hier zuschlagen. Und wenn Sie sagen, Mensch, ich brauche das gleich zweimal, dem steht doch nichts im Wege. Wenn Sie sagen, ich will eins in der Garage haben, eins im Haus oder auch im Keller unten, ja, warum denn nicht? Bei dem Preis hier gerne mehrmals zuschlagen und vielleicht auch den Schwager beschenken oder auch den Sohn. Also Schraubendreher können wir doch alle gebrauchen. Wir machen weiter, liebe Zuschauer. Diana ist im Anmarsch und bringt uns das nächste Päckchen. Und ich schaue mal schnell, Ralf, auf unserem Zettel hier, was wir hier haben, was du vorbereitet hast. Es geht um einen 2-in-1 Übersetzer. Das musst du uns jetzt aber mal genau erklären. Also, lass uns erstmal mit dem 1 beginnen, bevor wir zu 2-zu-1 Übersetzer kommen. Okay. Zuerst sehen wir auf den ersten Blick ein Headset. Und zwar ein wunderbares Headset mit einer One-Touch-Bedienung, das ich jetzt einfach ins Ohr setze und mir damit Musik anhören kann oder telefonieren kann. Das kennen wir alle, ist sehr, sehr leicht und einfach zu bedienen. Wenn Sie das bekommen, bitte auch hier unbedingt diese Schale rausnehmen, weil das kann man gerne übersehen, die hat einen doppelten Boden. Ach. Und da sehen wir im doppelten Boden Ohrpaarstücke, dann Ohrhalterungen, falls man die braucht, dann hält es noch besser und Ladekabel, weil das ist akkubetrieben. So, das ist Nummer 1, ganz normales Headset. Jetzt kommen wir aber zu Nummer 2. Jeder von uns hat heutzutage ein Smartphone. Und jetzt habe ich hier ebenfalls ein Smartphone natürlich und ich habe eine kostenlose App aufgemacht hier. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Na komm schon. So, die heißt Translator. Die ist also absolut kostenlos. Und jetzt wird gerade, und das passiert dann automatisch, weil ich das schon mal verbunden hatte, Sie sehen, es wird verbunden und zwar mit diesem Headset. Und jetzt müssen wir einen kleinen Moment warten, bis es verbunden ist und dann kann ich Ihnen die Optionen zeigen, weil das hier ist auch ein Übersetzer in 30 Sprachen. Und wir leben heute in einer Multikulti-Gesellschaft, kleinen Moment, wird gleich verbunden sein, in einer Multikulti-Gesellschaft und das heißt ja, Moment, das heißt für uns, dass wir, wenn wir mal in einer Großstadt eine halbe Stunde unterwegs sind, 20 Nationalitäten treffen, die 10 verschiedene Sprachen sprechen. Und hier ist das wirklich perfekt, um das zu machen. So, ich muss gerade kurz hier nur noch die Bluetooth-Verbindung hinkriegen. Das ist aber eine Sache von einer Minute. Das ist die Autoverbindung. So, kleinen Moment. Ich kann ja aber kurz übernehmen, Ralf. Ja, während gerne, du dich um Bluetooth kümmerst, dann sage ich schon mal den Preis, liebe Zuschauer. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Sie bekommen Ihren eigenen Übersetzer hier, der Sie in Zukunft überall hin begleitet. Natürlich ganz wichtig im Urlaub. Endlich im Ausland kommunizieren und sprechen in der dort ansässigen Sprache. Das ist doch noch mal ein ganz anderes Gefühl. Endlich am Bahnhof, am Flughafen mit den Menschen dort ganz normal unterhalten, sich Auskünfte einholen. Natürlich auch an der Hotelbar oder an der Hotelrezeption. Das Ganze für Sie für einen TV-Sonderpreis. Halten Sie sich bitte fest. 35,10 €. Absoluter Schnapper hier und es ist auch mal ein Produkt, wo man einfach sagen kann, wenn Sie ein Smartphone zu Hause haben, probieren Sie es doch einfach mal aus. Kaufen Sie hier, jetzt bei uns ohne Risiko. Die Bestellnummer ist die HZ2798 und die 569. Und jetzt schalten wir wieder zu Ralf rüber und seinem Headset. Und sobald ich es übersetzt habe, kann ich mir 30 Sprachen aussuchen. Sobald es verbunden ist, 30 Sprachen. Da ist Niederländisch dabei, da ist bis zu 3 chinesischen Amtssprachen dabei, Türkisch, natürlich die gängigen Italienisch, Spanisch und so weiter. Und dann bitte ich einfach meinen Gesprächsnachbarn zu sprechen. Und er spricht hier in mein Smartphone und mein Smartphone übersetzt das mir ins Deutsche, einmal schriftlich und ich bekomme es auch direkt aufs Ohr. Und das ist so phänomenal. Ja? Also Sie hören sofort die Sprache. Zum Zweiten haben wir hier dann auch noch einen Sprachlehrer drin. Wenn Sie jetzt zum Beispiel, also da sehen Sie diese App, die ganz einfach ist, Übersetzungen, Sprachlehrer. Wenn Sie eine neue Sprache lernen wollen und das autark machen, hast du oftmals Probleme, du weißt nicht, wie man spricht. Ja, genau. Jetzt schreibst du hier in diesen Sprachlehrer, so jetzt muss man das noch verbinden, in diesen Sprachlehrer einfach dieses Satz oder dieses Wort oder diesen Satz rein und dann bekommst du das vorgesprochen in der richtigen Sprache auf dein Headset. Also eine tolle Nutzung, ein Headset, wie ich es brauche, um zu telefonieren oder Musik zu hören, aber wenn ich jetzt auch mal im Zug zum Beispiel jemanden sitzen habe, der eine andere Sprache spricht und man sich eben nicht auf Englisch einigen kann, weil die meisten haben ja so ein bisschen Schulenglisch, dann ist das hier die Rettung, um trotzdem flüssig und ohne Verständigungsschwierigkeiten miteinander zu kommunizieren. Und ich liebe dieses Gerät, weil es mir die Freiheit gibt, mich auch, auch wenn ich mal ins Ausland gehe, viele von Ihnen reisen ja gerne, ja, wenn ich da mal ins Ausland gehe und auch nur Verkehrsschilder sehe, ja, und ich weiß, was bedeutet das jetzt, zum Beispiel, weißt du, was Einbahnstraße auf Französisch heißt? Boah, Gottes Willen. Ich auch nicht. Also da steht jetzt Einbahnstraße und du hast für dich heißt es Bahnhof, ja, dann gibst du diesen Schildernamen zum Beispiel einfach ein und es übersetzt. Und ich bin ein absoluter Fan von diesem Übersetzer, ist auch einer unserer Bestseller, muss man sagen, weil viele von Ihnen scheinbar
gerne reisen. Und es ist natürlich auch eine tolle Geschenkidee für Menschen, die gerne reisen. Also für mich perfekt. Absolut genial, liebe Zuschauer, das ist wirklich genial. Sie bekommen Ihren eigenen Live-Übersetzer. Also nicht nur eine App, sondern auch gleich hier das Headset dazu, wo Sie quasi in der Sprache oder in Ihrer Sprache, in dem Fall Deutsch, dann wirklich aufs Ohr gesagt bekommen, was hat mein Gesprächspartner, in dem Fall Ihr Gesprächspartner, gerade gesagt. Nutzen Sie jetzt bitte Ihren Preisvorteil. Ihr Live-Übersetzer für 35,10 Euro hier jetzt zum TV-Sonderpreis. Geschenketrends 2019. Und das hier, muss man jetzt ehrlicherweise sagen, ist natürlich nicht nur was für uns Männer. Das benutzen natürlich auch unsere Frauen sehr gerne und das macht einfach richtig Spaß, weil da sind so viele Sprachen schon mit dabei. Und da kann man einfach mal wirklich hier ganz gelassen und entspannt in ein neues Land reisen, wo man die Sprache nicht kennt. Sie können sich ja trotzdem verständigen. 35,10 Euro der TV-Sonderpreis hier in unserer Runde und die Bestellnummer ist die HZ2798 und die 569. Und ich finde, das ist wirklich auch ein geniales Geschenk, gerade wenn Sie so Abenteurer in der Familie haben. Wenn Sie selber einer sind, schenken Sie sich selber. Aber darüber freuen sich natürlich Menschen, die auch gerne und, in fremde Länder, in neue Länder in den Urlaub fahren. Und Ralf, hier sehen wir gerade noch mal, wie die App funktioniert. Ja, und die ganzen Sprachen vor allem. Also die sind 30 Sprachen, da ist eigentlich alles Gängige auf der Welt dabei. Diana ist am Start, liebe Zuschauer. Es kommt eine kleine Kiste, eine kleine Überraschung. Ich weiß ausnahmsweise auch schon, was sich drin verbirgt. Und auch hier haben wir für Sie ein tolles Produkt. Ralf, stellt uns vor mit einem genialen Preis. Ja, also genialer Preis auf jeden Fall. Tolles Produkt auch auf jeden Fall. Ich bin Fan davon. Wer bei uns öfter mal zuschaut, sieht auch oftmals in den Sendungen mein Handgelenk. Hier, das hier. Ja. Ja. Und diese Uhr, die ich eigentlich tagtäglich trage, das ist hier unsere Geschenkidee für Sie. Also eine Hochleistungsuhr, das können wir wirklich sagen. Hier ist sie. Und da sehen Sie die, eine St. Leonhard. Und ich darf dir mal das geben, weil ich zeige es gerne an meiner Uhr, weil ich dir auch gewohnt habe. Sicherheitsfaltschließe, die ist unglaublich schön gemacht und ich drehe sie jetzt extra mal für Sie um, weil ich habe sie ja andersrum an. Und wir sehen hier ein sehr übersichtliches Ziffernblatt. Sehr deutlich alles zu erkennen. Was hier wichtig ist für mich, ich kann mich immer zu 100% auf diese Uhr verlassen. Warum? Weil das ist eine Funkuhr. Aha. Also Funkuhr, Sie wissen das vielleicht, Funksignal von der Atomuhr in Deutschland, die in der Nähe von Braunschweig ist, wird erzeugt und wird ab Frankfurt dann gesendet nach ganz Deutschland. Und jede Funkuhr, die dieses Empfangsteil hat, empfängt diese Signale und stellt sich automatisch. Sollte die Uhrzeit mal abweichen von den Signalen, würde sie sich automatisch nachstellen. Mhm. Das wird übrigens demnächst passieren, nämlich am letzten Sonntag immer im Oktober die Sommerzeit wieder auf Normalzeit zurückgestellt. Das macht diese Uhr allein. Jetzt haben wir hier auch keine Batterien. Deshalb habe ich vorhin auch den Deckel nicht aufgemacht, weil das war ja nur symbolisch. Hier ist gar keine Batterie drin, weil die hat hier im Ziffernblatt versteckt Solarpanel. Und diese Uhr ist solarbetrieben. Und das sind jetzt schon mal zwei Optionen, die normalerweise bei solchen schicken, exklusiven Uhren unglaublich hochpreisig sind. Funk und Solaruhr, da bist du schon mal mindestens einen dreistelligen Betrag los. Ja? Jetzt hast du noch dieses wunderschöne, gebürstete und Hochglanz veredelte hier Edelstahlarmband, Gliederarmband, auch lang genug für jedes Handgelenk, das kann man verlängern oder verkürzen. Dann gehen wir weiter, eine Sicherheitsfaltschließe, das ist auch immer so ein Qualitätsmerkmal und wir sehen das hier, da kann passieren, was will, das kann nicht aus Versehen aufgehen, auch nicht von einer Seite, sondern ich muss gezielt auf beiden Seiten drücken und deshalb Sicherheitsfaltschließe. Es ist eine Uhr, die mich zu 100% begeistert, es ist eine tolle Geschenkidee, aber auch für alle, die eben Uhren mögen, ist das mal etwas, was mit Sicherheit noch in der Sammlung fehlt. Absolut. Und ich bin ja auch Uhrenfan und ich muss sagen, die sieht wirklich aus wie so eine klassische Automatikuhr. Richtig hier schön Edelstahl verarbeitet. Schauen Sie bitte auf das Ziffernblatt. Sportlich, Taucheruhr, aber auch elegant. Und das Ganze, und jetzt halten Sie sich fest, liebe Zuschauer, wie Ralf gerade gesagt hat, kein dreistelliger Betrag, nicht mehrere hundert Euro. Unser TV-Sonderpreis jetzt exklusiv für Sie als Pearl-TV-Zuschauer. 66,45 €. Und die Bestellnummer, die ist natürlich ganz wichtig, die NC7376 und die 569. Und allein der Gehäuseboden, schauen Sie sich das mal an, wie toll der gearbeitet ist, wie das Ganze aussieht, auch mit der Sicherheitsfaltschließe. Allein das Armband, liebe Zuschauer, so ein tolles Armband mit diesem Sicherheitsmechanismus kostet locker ab 40 € aufwärts, nur fürs Armband.
Ja, und dann habe ich die Uhrtechnik noch nicht. Ja? Also nochmal Solar, Funk und wichtig ist aber auch komplett aus Edelstahl. Also auch für Allergiker bestens geeignet. Das ist absolut stark. Nickelfrei. Da sind ja viele sehr empfindlich. Auch der Gehäusedeckel unten, der Boden ist absolut nickelfrei, sondern wirklich reines Edelstahl. Und so auch für Allergiker wirklich geeignet, auch wenn sie empfindlich sind auf Stoffe. Ich trage diese Uhr sehr gern. Sie hat einen sehr hohen Tragekomfort. Sie ist sehr elegant. Man wird auch auf die schicke Uhr angesprochen. Ja, du weißt, wenn man schicke Uhren hat, wenn man da so mal irgendwo sitzt, dann kommt ruhig mal einer, oh, schicke Uhr. Oh, ja, was ist denn das? Ja, und dann ist oben natürlich noch dieses wunderbare St. Leonard-Logo. Ah. Das wirkt natürlich auch. Aber ich habe noch niemand gesagt, dass sie nur 66,45 Euro kostet. Weil, muss ja keiner wissen. Ne? Ja, kann ja das mein Geheimnis bleiben. Das muss keiner wissen. Ich nenne Ihnen gerne noch mal die Bestellnummer, liebe Zuschauer. NC7376, einfach zu merken. Und die 569 am Ende. Und die 569 ist in dem Zusammenhang ganz, ganz wichtig. Denn mit der locken Sie quasi Ihren TV-Sonderpreis ein. Das heißt, wenn Sie hier jetzt bei uns anrufen, am besten machen Sie das gleich. 0180 51 51 dreimal die 2. Dann sichern Sie sich mit der 569 auch gleich diesen super, super günstigen Preis für die tolle Uhr. Ich muss sagen, Funk und Solar mit Edelstahlgehäuse, das ist natürlich schon der Knaller. Und Sie dürfen mich ruhig immer beobachten und schauen, was ich an meiner linken Hand trage. Das kennen Sie, Rechtshänder tragen die Uhr links, Linkshänder tragen die Uhr rechts. Also ich habe immer diese Uhr an, nur jetzt wieder andersrum, damit ich die Uhrzeit sehe. Und ich kann mich auf diese zu 100% verlassen. Übrigens auch hat sie 180 Tage Gangreserve. Also auch wenn sie mal im Dunkeln liegt, ja, würde die nicht gleich sofort stehen bleiben, sondern das geht eine Weile. Und wenn sie länger mal liegen würde, müssten sie einfach nur wieder einen Tag lang in die Sonne legen, wird sich wieder aufladen, wird sich wieder das frische Signal hören, holen und sich selber wieder stellen. Es ist einfach eine tolle Uhr, ein tolles Geschenk für jemand, wo man eigentlich sagt, der hat doch schon alles. Ja. Richtig. Und eine Sache kann ich Ihnen auch noch mit auf den Weg geben. Liebe Zuschauer, Sie können das Armband zu Hause, wenn es ankommt bei Ihnen, mit eigenen Mitteln kürzen und einstellen. Das ist ganz einfach, da sind so kleine Stifte drin. Ja, mit dem Uhrmacherwerkzeug vorhin. Ja, genau. Das nehmen Sie gleich mit. Ich nenne Ihnen fürs Uhrmacherwerkzeug 13 Teile nochmal den Sonderpreis. 13,25 € und die Bestellnummer ist die NX6892 und die 569 fürs Uhrmacherwerkzeug. Aber jetzt noch mal die Bestellnummer für unsere Herrenarmbanduhr mit Funk und Solar, die NC7376 und die 569. Und der Sonderpreis von 66,45 €, der ist absolut genial. Aber Sie wissen natürlich, wir haben Produkte in der Sendung, da schlackert man mit den Ohren. Diana ist am Start. Und jetzt kommt was, wo man sagen muss, das ist ein absolutes Highlight, weil auch hier können wir für Sie wieder einen Tarif, einen Sonderpreis realisieren, der sich gewaschen hat. Ja, und wir bleiben noch einen Moment bei Uhren, aber jetzt natürlich mit ganz anderen Funktionen. Das ist eine sogenannte Fitness- oder Sportuhr. Und jetzt bin ich oftmals oder lange Zeit einfach dem Glauben unterlegen, dass ich gesagt habe, Sportuhren ist nur was für sportliche Menschen. Mhm. Und jetzt mittlerweile weiß ich ganz im Gegenteil, weil sportliche Menschen, die schon die Disziplin haben, immer Sport zu machen, die brauchen nicht motiviert werden. Weil so eine Fitness- oder Sportuhr ist natürlich auch ein Motivator. Ja. Was ich Ihnen hier auch noch zeigen wollte, genau so kommt es bei Ihnen an. Das ist die Ladeklappe. Ja, also da kommt die Uhr ganz einfach rein, also kein Kabel gesteckt, sondern das wird einfach reingelegt und dann geladen. Aber kommen wir jetzt zum Haupteck natürlich dieser Uhr. Was mich sofort begeistert hat, ist natürlich auch das übersichtliche Display, das wir hier haben. Ich glaube, Sie erkennen es auch sofort aus der Entfernung. Die Uhrzeit gehen wir gerade noch mal drauf. Das ist schon mal herausragend. Aber jetzt ist das natürlich mehr als eine Uhr. Es ist eine schicke Uhr, schönes Armband, schönes Gehäuse aus Metall, absolut wasserdicht auch noch. Aber jetzt haben wir natürlich wesentlich mehr Optionen. Wenn wir hier mal drüber streichen, werden Sie sehen, oder unten schon, schauen wir mal unten hin, sehen wir die Schritte, die ich gemacht habe und meine Werte, die ich habe. Ja, also Sie sehen, unglaublich deutlich anzuschauen. Und jetzt muss ich schauen, einfach rüber streichen. Und jetzt sehen Sie die verschiedenen Optionen, die wir hier haben. Einstellungen, aber natürlich auch, um die mal auszuschalten. Ich will sie jetzt nicht ausschalten, ich will Ihnen mehr zeigen. Deshalb gehen wir jetzt in die andere Richtung, hier die Schritte und einfach zu mich motivieren. Aber jetzt kommt was ganz Wichtiges. Hier können Sie auch jederzeit sich Ihre Vitalwerte anzeigen lassen. Sie sehen, das geht immer wieder auf Standby, wenn man nichts macht, weil das soll ja auch der Akku so lange halten und so haben wir eine Akkulaufzeit von 7 Tagen. Wow. Das ist auch wichtig. Aber gehen wir einfach nochmal auf das Herz hier. Das ist 1
Puls oder Herzfrequenz anzeigen lassen, ohne zum Arzt zu gehen. Da haben wir die Herzfrequenz, dann haben wir Blutdruck, den wir uns anzeigen können. Und wir können uns sogar ein EKG anzeigen. Schlafüberwachung ist mit dabei. Und das Ganze auch noch in verschiedenen Sportarten. Also wenn Sie wirklich Sport machen, können Sie das entsprechend einstellen. Zum Beispiel, ich sage jetzt mal zwei Beispiele. Ja. Yoga hat eine andere Dynamik als Tanzen. Absolut. Und dementsprechend werden die Bewegungen anders analysiert. Ja. Das geht hier alles. Zu dieser Uhr gibt es natürlich eine kostenlose App. Und die möchte ich Ihnen auch noch zeigen. Die schauen wir hier mal an. Und ich darf dir die Uhr mal kurz in die Hand geben. Und jetzt hilft mir natürlich diese Uhr, gerade wenn es um die Kontrolle der Vitalwerte geht. Ja, ich verbinde die per Bluetooth und jetzt wird hier aktualisiert. Und da kann ich all meine natürlich Aktivitäten, die Schritte, das Schlafen und auch hier natürlich meine Frequenz, Herzfrequenz anschauen. Aber hier sehen wir jetzt zum Beispiel EKG, was ich mir anzeigen kann. Ja. Und das ist mal was ganz Wichtiges. Und das auch Langzeitauswertungen. Jetzt versucht er gerade zu laden, die letzten Aktivitäten. Aber Sie sehen, das ist ganz einfach. Mit einer kleinen Ampel, alles okay. Oder im roten Bereich, Sie sollten mal unbedingt das kontrollieren lassen. Jetzt müssen wir ganz deutlich sagen, so eine Uhr wird niemals einen Arztbesuch ersetzen. Absolut. Ja, aber ich habe Anhaltspunkte. Sie wissen, wie lange es geht, um einen Termin zu bekommen, EKG zu machen. Hier können Sie es dreimal am Tag machen. Und zwar mit einer sehr, sehr hohen Genauigkeit. Das wird mit einem optischen Messgerät praktisch hier im Handgelenk gemessen oder und Ihnen dann angezeigt. Aber natürlich nicht so hochpräzise, wie es der Arzt kann. Aber ohne großen Aufwand, ohne Termin. Blutdruck können Sie sich jederzeit und auch den Puls, die Herzfrequenz. Ja, und das können Sie sich anschauen, uns auch dynamisch anzeigen lassen, das heißt auch über Nacht einfach mal. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig. Und gerade in meinem Alter, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, bei mir aus meiner Klasse, ja, aus meinem Jahrgang, kenne ich schon drei Personen, die mittlerweile ein Herzproblem hatten und auch teilweise massiver. Und wenn ich jetzt in meinem Alter so mein Drücken auf der linken Seite habe oder der linke Arm, weiß ich nicht, habe ich jetzt einen Muskelkater, weil ich irgendwas gelupft habe oder sind das Anzeichen, dass irgendwas mit dem Herz nicht stimmt. Und so kann man sich selber auch noch ein bisschen Sicherheit verschaffen, indem man da mal drauf schaut. Und das jetzt auch wieder zu einem unglaublichen Preis mit diesen ganzen Optionen. Genauso ist das, wie du es sagst. Und Ralf, noch mal für Sie zur Erinnerung, werden wir gleichzeitig noch mal hier auf die kleine Bildshow starren, beziehungsweise gucken, drauf gucken können. Und Sie können drunter mal immer auch lesen, was dazu steht. Von mir bekommen Sie noch die Information. Es ist die Fitnessuhr, die Blutdruck kann. Es ist die Fitnessuhr, die eben auch die Herzfrequenz anzeigt. Es ist die Fitnessuhr mit diesem ultramodernen Sensor. Das ist neueste Technologie, neuester Standard. Und es ist unsere beliebteste Fitnessuhr überhaupt. Die kommt bei Ihnen richtig gut an. Ganz viele haben Sie schon zu Hause. Und wenn Sie sie noch nicht haben, dann sind Sie jetzt dabei. Holen Sie sich die Sicherheit nach Hause zum TV-Sonderpreis von 66,45 €. Das ist hier wirklich ein Schnapper, weil wir sparen hier 56% zur unverbindlichen Preisempfehlung. Das heißt, wir liegen hier locker bei 140, 150 Euro normalerweise und die bekommen Sie jetzt in dieser Sendung hier mit Ralf und mir und Diana für 66,45 €. Also gleich mit ins Paket und wenn Sie sagen, Mensch, ich habe eine Partnerin, ich habe einen Partner, dann bestellen Sie sich zu dem Preis gleich zwei. Ja, dann kann man sich gegenseitig auch ein bisschen hochschaukeln und motivieren. Um wie viel hast du dich heute gesteigert und um wie viel hast du dich heute gesteigert? Und so kann man dann gemeinsam auch Erfolgserlebnisse erleben. Ja. Und nochmal, man hat seine Vitalwerte immer im Blick, so oft man will. Ich kenne auch Personen, die messen täglich mit großem Aufwand 3 bis 5 Mal den Blutdruck und notieren das immer in so einem kleinen Heft. Das brauchen sie alles nicht mehr, das macht alles die Uhr und die das Aufschreiben, das passiert automatisch in der App. Jetzt kommen wir zu meinem Highlight, weil ich liebe das. Und wer öfter zuschaut, weiß, um was es jetzt wahrscheinlich geht, weil ich liebe ja das Digitalisieren. Es ist unser Hightech-Videorekorder, wobei Videorekorder eigentlich der falsche Ausdruck war. So kommt er zu Ihnen und ich packe ihn mal gemeinsam mit Ihnen aus. Ich hoffe, jetzt fällt nichts raus. Normalerweise natürlich noch foliert. Ich hatte es hier schon mal ausgepackt. Wir haben ein Ladekabel, wir haben eine Fernbedienung. Wir haben ein Adapterkabel, alles schon im Lieferumfang enthalten, ein Verbindungskabel zum Computer und natürlich das Herzstück, der Videorekorder. Und den nehme ich jetzt mal raus. Und was hier wirklich toll ist, der ist akkubetrieben. Also kann mit Direktstrom betrieben werden, aber ich mache es jetzt mal mit Akku. Ja, und zwar bis zu 5 Stunden Akkulaufzeit haben wir hier. Und ich schalte ihn jetzt mal ein und Sie sehen ja, ich habe kein Kabel dran. Und jetzt sagt er ein freundliches Hallo. Das sehen wir auch hier deutlich. Und jetzt kann ich aufnehmen,
also digitale Medien, und zwar indem ich ganz einfach mit einem Digitalgerät, das kann eine Spielekonsole oder ein SAT-Receiver sein, HDMI reingehe, kann dann den Monitor nutzen, den wir hier sehen, aber ich kann auch rausgehen auf den Fernseher und kann es durchschlaufen, das wäre jetzt beim Videorekorder oder bei der Spielekonsole ganz, ganz wichtig. Ja, dann ist das eben ein Game Capture oder ein Videorekorder. Aber meine Hauptaufgabe, finde ich, oder die Hauptaufgabe, die ganz wichtig ist von diesem Videorekorder, ist, dass er digitalisiert. Und jetzt kommen wir zu diesem Adapter, den ich Ihnen gerade gezeigt habe. Hier ist ein kleiner AV-Klinkereingang und da kommt dieser Adapter rein. Und jetzt wird es, glaube ich, deutlich, ich kann jetzt sämtliche analogen Medien, also Kameras oder Video-Abspielgeräte, kann ich hier anschließen und jetzt digitalisieren. Dann kommt das Bild hier rein und wird dann gespeichert auf einer modernen Videokassette. Und so sieht heutzutage eine moderne Videokassette aus. Das ist ein halt andersrum ein USB-Stick, darf natürlich auch eine externe Festplatte bis 2 Terabyte sein, kann auch, und da sehen wir nochmal den Schlitz, eine SD-Karte sein, auch das kann ich als Speichermedium wählen. Aber jetzt ohne das Digitalisieren ist das auch für unterwegs, und diese Option werde ich Ihnen jetzt zeigen, ein Media-Player, ein MP4-Player, und jetzt sehen wir hier, indem ich über den Modus gehe, dass ich jetzt auf die Inhalte, die auf diesem Stick drauf sind, das sind schon von uns digitalisierte Inhalte, kann ich zugreifen und kann die jetzt jederzeit mir anschauen. Das könnte aber auch ein Blockbuster sein, das kann ein Kinderfilm sein. Ja, und jetzt läuft das. Und genauso einfach wie jetzt nur das Laufen lassen von Filmen ist natürlich auch jegliche andere Bedienung. Ob das als Videorekorder ist, als Game Capture oder das Digitalisieren. Und Andreas, ich weiß nicht, wie es dir früher ging, aber als ich so das erste Mal gedacht habe, oh, man kann Videokassetten digitalisieren, habe ich gedacht, das können nur Leute, die haben studiert, die haben ein Studio, die machen das schon jahrelang, man muss da unglaubliche Ahnung haben. Heute war ich, das ist nicht so. Richtig, wird ganz intuitiv bedient, liebe Zuschauer. Ein Videorekorder, der hatte damals ein paar Tasten. Play, Stopp, Vorspulen, Zurückspulen und Kassette auswerfen. Und genauso einfach funktioniert das hier eben auch. Halten Sie sich fest, wir haben hier für Sie einen HDMI-Videorekorder. Ihr, absolut, das ist einfach ganz modern. Schauen Sie mal, wie klein der ist. Und erinnern Sie sich, wie groß so ein VHS-Videorekorder früher war. Das Ganze für Sie eben hier, für digitale Medien, für analoge Medien zum TV-Sonderpreis 189,95 €. Das ist ein wirklicher Leckerbissen. Das Ganze kommt versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Das heißt, es bleibt bei diesem Preis, wenn Sie jetzt hier in dieser Sendung mitmachen. Ich nenne Ihnen kurz die Bestellnummer. NX4445 und die 569. Ja, und das ist für mich wirklich ein Highlight. Erstmal ist es wirklich so unglaublich einfach zu bedienen, egal was Sie machen. Ob Sie jetzt hier digitalisieren wollen oder ob Sie auch Ihre Lieblingssendung aufzeichnen wollen. Hier sehen wir übrigens auch, dass das natürlich nicht nur vom Videorekorder geht, sondern ohne Probleme auch selbstverständlich von der Kamera. Die hat genauso einen Anschluss. Der einzige Unterschied wäre, dass da unter Umständen vielleicht nur ein Toneingang ist, weil es eine Monokamera war. Ja, aber daran nicht erschrecken. Gelb ist das Wichtige bei den Cinch-Verbindungen, weil dieses Gelbe ist das Videosignal. Aber da geht es genauso. Diese alten Kassetten einfach digitalisieren. Und es wird jetzt höchste Zeit, das zu tun. Absolut. Weil die Abspielgeräte gehen kaputt, die Kassetten gehen kaputt. Und viele lassen ja ihre Kassetten gar nicht mehr laufen, weil sie Angst haben, dass irgendwas kaputt geht. Einmal noch laufen lassen, dann haben sie es digitalisiert. Und dann kann nie mehr irgendwas kaputt gehen. Und noch eine ganz wichtige Information. Neben unserem TV-Sonderpreis, liebe Zuschauer, der ist aktuell lieferbar. Das muss man auch immer dazu sagen. Denn das sind eben genau diese Highlights, die uns im Grunde ganz schnell immer ausgehen. Sobald dieser Videorekorder in seiner eigenen Sendung auf Sendung geht, dann ist er quasi weg. Deshalb für Sie jetzt hier nochmal die Möglichkeit, auch rechtzeitig vor Weihnachten. Denken Sie dran, damit kann man ein wunderbares Geschenk anfertigen. So ein privates Videofilmchen aus der Vergangenheit, aus der eigenen Vergangenheit für die Enkelchen oder für die Kinder, ist eine richtig tolle Idee. Natürlich auch eine Geschenkidee. Denken Sie unbedingt dran. Jetzt in die Leitung gehen, sich den jetzt sichern. 189,95 € ist Ihr TV-Sonderpreis. Sie sparen, Sie sehen es unten, fast 50% zur unverbindlichen Preisempfehlung. Wir liegen hier also normalerweise bei gut 400-500 € für das Gerät. Also für Sie ein großer Preisvorteil. Die Bestellnummer ist die NX4445 und die 569. Und Sie erreichen uns natürlich jederzeit unter der Telefonnummer 0180 51 51 3 mal die 2. Und ich finde auch immer wunderbar, wie Ralf das
erklärt. Daran sieht man einfach auch, wie einfach man so einen modernen Videorekorder Jahrgang 2019 bedienen kann. Während wir hier jetzt gerade noch so ein bisschen auf die Vorzüge des Geräts schauen, kündige ich schon mal Diana an, liebe Zuschauer. Die bringt uns nämlich unser nächstes Highlight, einen Plattenspieler und Digitalisierer. Und das Kästchen ist so klein, jetzt fragen Sie sich, wie passt da ein Digitalisierer rein? Das ist die Fernbedienung. Ja, es ist einzig und allein die Fernbedienung. Wir haben das ja natürlich jetzt nebenher vorbereitet. Beim Kochen wird es jetzt heißen, ich habe da schon mal was vorbereitet. Lass uns gerade mal kurz nach rechts gehen. Wir würden gern kurz zu der Stereoanlage gehen, weil ich muss Ihnen die zeigen. Das ist ein absolutes Highlight für mich. Ich habe schon viele Stereoanlagen gesehen und auch gehört. Die überzeugt mich absolut von der Optik als auch natürlich von der Technik. Wir sehen alles Holzbauweise, diese Lautsprecher sind mit dabei. Wir haben 80 Watt Musik, Spitzenleistung. Aber die Lautsprecher sollten uns jetzt gar nicht so interessieren. Interessant ist das hier. Und ich muss jetzt gerade mal schauen, ich knie mich ehrfürchtig vor die Stereoanlage. Aber wir sehen gleich mal, wenn wir auf der Seite sind, hier etwas, was bei modernen Stereoanlagen eigentlich gar nicht mehr ist, ein Kassettendeck. Hier kann ich also auch Kassetten abspielen. Sie sehen das, die alte Generation ist hier gefragt. Und ich gehe mal auf die andere Seite, ich glaube, dann sehen Sie es von da besser, dann stehe ich nicht so arg im Weg rum. Und jetzt schalten wir das einfach mal ein, einmal einschalten und machen es auf. Und jetzt sehen Sie schon, ein Plattenspieler der Extraklasse. Und der hat Optionen, die normalerweise nur bei Hightech-Geräten möglich waren. Und ich lege ihn jetzt einfach mal von Hand auf. Ich habe mir eine alte Elvis-Platte rausgesucht. Und wir werden gleich mal die Lautstärke regulieren. Da haben wir die Lautsprecher dran. Jawohl. So. Und jetzt Achtung. Alte Elvis-Platte natürlich. Wir müssen jetzt keine Elvis-Stunde machen. Ich möchte Sie nicht mit meiner Lieblingsmusik hier quälen. Aber klasse. Also Elvis war klasse, ganz klar. Aber was wir hier sehen, allein am Plattenspieler. Und für mich wäre allein dieser Plattenspieler schon die 250 Euro, das es knapp kostet, wert. Hier sehen wir das, was früher unglaublich wichtig war. Schauen Sie mal hier hinten am Tonarm. Hoch empfindlicher Tonnadel. Aber hier hinten ein Gewicht. Das heißt, ich kann selber die Empfindlichkeit noch einstellen. Mhm. Hier natürlich die Geschwindigkeit einstellen. Und wir können auch manuell ein Lied mal kurzfristig, das haben früher DJs sehr gern gemacht, um rein- und raus zu mischen, hier die Geschwindigkeit verändern. Also mal schneller oder mal langsamer. Das macht man bei Mix. Wenn man so Mixtapes macht, kann man das machen. Das ist wunderbar. Dann sehen wir hier eine Lichtkontrolle der Geschwindigkeit. Das gab es früher auch nur bei den hochwertigsten Plattenspielern. Und nochmal, dieser Plattenspieler alleine, nur als Plattenspieler, ist für mich schon 250 Euro wert. Aber das ist eine Komplettanlage. Das heißt, wir müssen den Plattenspieler jetzt nicht an eine Anlage anschließen. Der Verstärker, der ist hier schon mit drin und da ist noch viel mehr mit drin. Die Lautsprecher sind dabei, aber wenn wir jetzt mal vorne hinschauen, sehen wir ganz, ganz viele Funktionen. Ja, hier im Menü, also alles auch mit der Fernbedienung zu bedienen. Aber fangen wir mal hier links außen an, da wo mein Finger ist. CD-Fach. Wir haben aber auch modernen MP3-Player per SD-Karte, USB-Stick. Wir können ein externes Gerät anschließen, selbstverständlich auch ein Kopfhörer. So, und dann kommen wir hier weiter. CD, USB, SD-Karte, Phono. Dann haben wir hier auch noch das Tape, das ich Ihnen gezeigt habe, und BT, Bluetooth-Fähigkeit. Also das beinhaltet alles, was man früher hatte, Schallplatte, CD, Musikkassette und das, was man heute hat, das sind die MP3s über USB und SD-Karte und Bluetooth-Fähigkeit. Aber es macht noch mehr. Es kann aus meiner alten Elvis-Platte jetzt aus Knopfdruck eine digitale Aufnahme machen. Und das geht ganz einfach, wenn Sie hier schauen, Record. Ich muss jetzt hier nur ganz einfach einen USB-Stick oder eine SD-Karte einlegen und drücke dann auf Record. Und dann wird genau das, was da oben läuft, sofort digitalisiert als MP3 und Sie haben es dann wirklich auch auf einem USB-Stick, können es mal mit ins Auto nehmen. Und da muss ich auch nicht permanent daneben sein, weil wenn ich jetzt mal so eine Langspielplatte, da sind ja 10 Lieder pro Seite drauf, durchlaufen lasse, dann trennt dieses Gerät auch automatisch die Dateien. Es merkt, wenn ein Lied zu Ende ist und somit hast du nachher nicht eine ganze Wurst über eine LP, sondern du hast die 8 Lieder hintereinander, die sind dann durchnummeriert. Sie können es dann natürlich, das wissen Sie ja, Dateien kann man extra nochmal dann beschreiben.
Stiften, ja, und dann hat man auch immer den Interpreten und das Lied mit drin. Und einfacher war es noch nie, umfangreicher und schicker und wirklich exklusiver konnte so eine Stereoanlage noch nie sein. Und wir schauen noch mal auf den Preis. Und Andreas, du kennst dich ja auch ein bisschen aus mit Musik. Und es gibt heutzutage Schallplattenspieler, die sind wieder schwer im Kommen. Da kostet nur der Plattenspieler, da brauchst du aber noch Verstärkerboxen und alles dazu, über 300 oder 400 oder 500 Euro. Ja. Und hier haben wir jetzt diese kompakte, schicke, vollumfängliche Anlage mit einem unglaublichen Klang für diesen Preis. Das ist was Einmaliges. Das schenken Sie sich bitte selber. Liebe Zuschauer, so machen Sie es, wie Ralf gesagt hat, wenn Sie viele Platten zu Hause haben, wenn Sie sagen, Mensch, ich möchte die endlich mal wieder rauskramen, ich möchte die wieder entstauben und vor allem wieder anhören, dann machen Sie es jetzt einfach. Und liebe Frauen, wenn Sie uns jetzt zuhören und sagen, Mensch, was schenke ich denn meinem Mann in diesem Jahr? Ich weiß noch gar nichts. Er hat auch gesagt, Mensch, ich weiß auch gar nicht. Such dir was Schönes aus. Das ist ein geniales Geschenk. Denn neben Platten haben wir eben auch CD, haben wir gehört. Wir haben Kassetten, haben wir gehört. MP3 haben wir gehört. Wir können digitalisieren bei Bedarf. Also alles ist dabei, was man wirklich braucht für so einen Plattenspieler. Und halten Sie sich bitte fest, ich muss es wirklich auch machen. Denn das ist der Preis, der jetzt eingeblendet ist, der stemmt wirklich 246,95 Euro, liebe Zuschauer, unter der Bestellnummer. ZX1811 und der 569. Nochmal, Bestellnummer. ZX1811 und die 569. 246,95 Euro für diese edle, schicke HiFi-Anlage, für diesen Digitalisierer, für diesen wunderschönen Plattenspieler. Finde ich richtig klasse, Ralf, dass du den mit in die Sendung gepackt hast. Und wir haben aber keine Zeit. Das heißt, es geht tatsächlich schon weiter. Und jetzt kommt was, liebe Zuschauer. Da möchte ich Ihnen gleich zu Anfang dieses Stichwort Geldgeschenke ins Ohr setzen, diesen kleinen Floh. Ich weiß, du wolltest es sagen, aber das ist halt richtig toll, wenn man das machen kann. Ich möchte aber, bevor ich Ihnen das Produkt zeige, eine kleine Geschichte erzählen. Meine jüngste Tochter ist seit über einem Jahr in Australien. Letztes Jahr an Weihnachten war sie gar nicht da, aber vor 2 Jahren an Weihnachten. Und als es da im Vorfeld um die Weihnachtsgeschenke ging, hat sie natürlich gesagt, komm, ich brauche Geld. Australien muss finanziert werden. Ja, okay, dann bin ich so einer, so ein Papa, ich sagte, hier hast du 100, 200, 300, 400 Euro, sondern ich habe ihr dann gesagt, pass auf, ich weiß, du hast eine lange Reise vor dir, und habe ihr dieses Geschenk gemacht. Genau dieses hier. Und habe gesagt, pass auf, du bist ja so lange im Flieger, dann kriegst du jetzt ein Buch von mir, das du unterwegs lesen kannst. Dann gab es erstmal ein langes Gesicht. Weil Sie sehen, das ist ein ganz normaler Roman. Ja, ist auch dick genug. Nach Australien ist man auch 20 Stunden unterwegs. Dann habe ich gedacht, bis dort hat sie es ausgelesen. Aber das ist natürlich jetzt das, was Andreas gerade gesagt hat, das ist einfach eine tolle Art und Weise, ein Geldgeschenk zu verpacken. Moment, der Schlüssel fällt gerade runter. Schlüssel ist natürlich dabei. Und jetzt sehen Sie im Inneren kein Blatt, das beschrieben ist. Das sieht nur so aus, sondern ein Tresor. Und dann habe ich ihr später den Schlüssel in die Hand gedrückt und dann hat sie hier aufgemacht und dann hat sie gesagt, ach, das ist also drin. Ja, und das ist einfach eine elegante Art und Weise, Geldgeschenke zu übergeben. Und heutzutage ist es ja in vielen Fällen, wenn man nicht so genau weiß, was soll man dem schenken, ist es ja gang und gäbe, dass man Geld schenkt. Dann dürfen sich die Beschenkten eben selber was kaufen, was sie auch wirklich brauchen. Aber ich bin so ein Gegner von, hier hast du Geld oder ein Kuvert und Geld rein. Und so, das fand ich jetzt einen tollen Gag. Und jetzt auch später muss man sagen, dass sie das Buch weiter benutzt. Mhm. Ja, als kleinen heimlichen Tresor. Ja. Hier einfach auch, gerade da sehen wir es im Buchregal, ja, da machst du jetzt ein bisschen Schmuck oder auch dein Geld später rein und versteckst es auch. Also das ist ja auch so ein kleiner Buchtresor. Aber für Sie jetzt wirklich prädestiniert, wenn Sie jemanden in der Verwandtschaft haben, der aus welchem Grund auch immer gesagt hat, auch am liebsten Geld, weil ich will den Führerschein machen oder weil mein Auto ist kaputt oder weil ich will nach Australien. Und dann verpacken Sie das einfach schön. Sagen Sie im ersten Moment, du und dein Geld, liest du erstmal wieder ein Buch. Ja? Und ich fand im ersten Moment das Gesicht meiner Tochter so toll. Das hat mich so gefreut. So, was will der jetzt mit dem Buch? Hä? Was soll das? Und dann hat sie sich, das hat man so richtig im Gesicht gesehen. Und das hat mich wirklich gefreut. Im Gesicht hast du gesehen, wie es rattert. Da muss doch irgendwas dabei sein. Ja? Und das ist ja noch, ich habe es da noch mal verschweißt, das kann man auch machen. Mhm. Ja? Also, als wäre es aus der Bücherei. Und als es dann offen hatte und das gesehen hatte, ja, dann habe ich ihr den Schlüssel in die Hand gedrückt und gesagt, jetzt darfst du auch nachschauen, was drin ist. Und dann war natürlich die Freude wieder groß. Aber es ist die Vermeidung dieses peinlichen Moments, weil ich finde das, überleg mal, wie unpersönlich das ist unterm Weihnachtsbaum. Wir zwei treffen uns an Heiligabend. Ich sage, Andreas, dein Weihnachtsgeschenk. Jawohl, 100 Euro nehme ich. Toll, klasse. Also ich finde das absolut suboptimal. Sowas, das hat Stil. Beweisen Sie Stil.
Liebe Zuschauer und Ralf, du kannst die 100 Euro da wieder reinpacken und ich kümmere mich nachher um das Buch. Liebe Zuschauer, 12,30 Euro hier Ihr TV-Sonderpreis. Das ist ein absolut geniales Geschenk. Ralf hat uns das wunderbar gerade erklärt. Und nach dem Geschenk hat man eben auch später was davon als Tresor. Total unscheinbar. 12,30 Euro Ihr Schnäppchen jetzt in unserer Geschenkerunde hier. Und die Bestellnummer ist die NC3497 und die 569 am Ende. Also das ist wirklich ideal. Vor allem das Buch schaut so realistisch aus. Man könnte es wirklich täuschend echt halten. Auch hier, schau mal, du kannst sogar die Seiten blättern. Sehen Sie das? Ich kann hier durchblättern im Prinzip. Ja. Also man sieht es wirklich erst, wenn man es dann wirklich aufmacht. Aber dann kann man immer noch nichts damit anfangen, weil man den Schlüssel nicht hat. Ja? Den haben Sie dann hoffentlich versteckt. Also so zum Aufbewahren von Kleinigkeiten oder von vielleicht auch Schmuck, den man nicht offen rumliegen haben will. Und dann stellt man das ins Bücherregal zu Hause oder auch wenn man auf der Reise ist. Ja? Dann macht man da sein Geld rein und versteckt das ein bisschen. Aber als für Geldgeschenke prädestiniert. Wunderbare Geschenkideen, liebe Zuschauer, unter dem Motto Männergeschenke, Geschenketrends 2019. Was kann man machen? Wir haben Ihnen ganz viel vorgestellt. Wir haben Ihnen beispielsweise unseren tolles 101-teiliges Schraubendreher und Bitset gezeigt für 23,70 Euro. Alles für Sie nochmal auf www.pearl.tv. Wir wünschen viel Spaß beim sich selber beschenken und beim anderen beschenken. Tschüss.